Sagst du kurz vielleicht Hallo und wie du heißt und dann einfach kurz, worum es geht. Okay. Cool. Kann ich anfangen? Ja, geht schon. Mein Name ist Mehran. Ich bin Obmann vom Menschenrechtszentrum für die Opfer des Fundamentalismus. Heute sammeln wir hier wegen Atomgespräche mit Mullah-Regime im Iran. Wir sind gegen Atomprogramm von Mullah-Regime, eigentlich vor ungefähr 18 Jahren. Unsere Organisation hat über Atomprogramm von Mullah-Regime der Welt Informationen gegeben. Dann hat man versucht, das zu stoppen. Wir wollen, dass keine Atombombe in Hände von Mullah-Regime sind. Und jetzt sind wir hier wegen dieser Gespräche. Da finden heute Gespräche statt. Was sind das für Gespräche und zwischen wem? Zwischen Mullah-Regime im Iran und europäische Länder und also man sagt 5 plus 1 oder so. Mhm. Ja, also die Amerikaner sind nicht da, die sind in einem anderen Zimmer, die dürfen nicht das Gespräch beteiligen. Das war der Wunsch von Mullah-Regime. Aber eigentlich jetzt warten wir auf Ergebnisse, weil es gibt zwei Möglichkeiten für Mullah-Regime. Erstens, entweder die werden mit Amerikanern und Europa wirklich zu einem Einkommen kommen. Zum Beispiel die Mullah-Regime, entweder müssen wirklich die Atombombe lassen und auch nicht mehr die Terroristen unterstützen. Und so, die können eine gute Beziehung haben und auch wirtschaftlich wird die Sanktionen weggenommen. Aber andererseits, das will die Mullahs nicht. Die Khamenei möchte gerne noch immer Atombombe besitzen, auch die arabischen Länder besitzen und so. Deswegen, die sind noch immer hart. Und schauen wir mal, in den nächsten paar Monaten gibt es auch eine Wahl im Iran. Eigentlich ist es keine Wahl, aber Khamenei versucht, dass die ganze System Putsch nehmen und noch einer von Pasdaran an Macht bringen. Der Präsident Ahmadinejad ist ja Vergangenheit. Ja, gerne. Seit wann ist das so und was ist mit dem neuen? Wie ist der neue Präsident? Ist der irgendwie ähnlich? Oder? Ja, das ist nach dem Ahmadinejad 8 Jahre, die Rouhani war am Macht. Das ist eigentlich dasselbe. Es gibt keine Gute und Böse. Die alle sind dasselbe. Alle wollen das Geld von Volks stellen. Die alle wollen die Terroristen unterstützen. Die sind eigentlich alle wollen Atombombe haben. Und in 2 Monaten gibt es wieder eine Wahl und zwischen 5-6 Leute von Generalen von Sepah Pasdaran. Eine wird gewählt. Also egal wer am Macht kommt, ist dasselbe. Und die Khamenei versucht noch immer die Terroristen zu unterstützen und versucht zum Atombombe kommen. Also die Partei, die jetzt regiert? Ja. Wie heißt die? Oder das Regime, Präsident? Oder, das ist ja, mehr als Präsident. Mehr als das ist ja die Regierung. Er ist immer am Macht. Ah, ist ja die Regierung quasi, ja, einfach. Okay. Ja. Dein Kollege hat erzählt, dass auch jeden Tag Menschen eliminiert werden, junge Menschen getötet werden, hingerichtet werden. Genau. Wegen dem Widerstand. Genau. Gegen das Regime. Genau. Und erzähl kurz von dir noch vielleicht kurz. Es gibt so einen Widerstandsrat. Ja. Und wir haben eine Befreiungsarmee außerhalb von Iran. Ja. Aber innerhalb von Iran gibt es viele kleine Organisationen, die wir erwarten, dass bald, wenn noch ein Widerstand gibt, also die Leute werden auf die Straße kommen. Dieses Mal wird auch militärisch den Volks unterstützt. Und wir hoffen, dass bald ein Regime-Change gibt in Iran.
Das ist auch so ein, das ist eine Fahne der, ja, der Widerstandsbewegung. Ja. Abgerufen. Volksmujahedin. Wann seid ihr geflüchtet aus dem Iran und warum? Vor über 20 Jahren. 89? Ja, 2000. 2000. Ja, 2000 bin ich. Also, Entschuldigung. Und ich bin in Iran im Gefängnis gewesen. Mein, okay, Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder waren auch im Gefängnis. Die haben meinen Bruder getötet. Und ja, seit über 20 Jahren bin ich hier und bin ich die ganze Zeit aktiv. Über 1500 oder so Demonstrationen haben wir organisiert. Wahnsinn. Und ja, und auch arbeiten wir zusammen mit anderen kleinen Organisationen, großen Organisationen in verschiedenen europäischen Ländern, USA und Australien und verschiedenen Ländern. Wir arbeiten zusammen. Last question. Wenn jetzt Biden Präsident ist in Amerika, glaubst du, dass das irgendwie Auswirkungen hat auf diese Atompolitik im Iran? Und eigentlich, die Frage ist, ob die Khamenei will sich ändern oder nicht. Die Khamenei möchte gerne noch immer am Macht bleiben und dafür braucht er Atombombe und der unterstützt auch die Terroristen und so. Die sind so, ja, das ist ein System. Dieses System funktioniert so. Und genau deswegen die ganze Welt muss zusammenarbeiten gegen Mullah. Verstehe. Ja. Okay, du, vielen Dank fürs Interview. Danke, danke dir. Danke. 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 Okay. Darf ich da ein paar Filmaufnahmen machen? Nein, Sie gehen dann nach hinten. Sie können gerne welche machen auf der anderen Seite. Aha, ja? Okay. Okay? Aber dort ist bleibt frei. Alles klar. Hallo, hallo, hallo. Alles gut? Auf welcher Seite? Auf welcher Seite?